Im derzeitigen Winterwetter frieren so gut wie alle, außer diese beiden hier. Als Bartagamen brauchen sie es immer schön warm. Ihr Besitzer Benjamin Kupper sorgt dafür, dass das auch so bleibt. Ich habe mich schon eigentlich immer für Reptilien interessiert. Wenn wir im Zoo waren, dann war eigentlich Reptilien das, was ich mir zuerst anschauen wollte und auch unbedingt anschauen wollte. Ja, sie sind halt einzigartig. Man hat halt nicht, es gibt halt nicht viele Leute, die Reptilien besitzen an sich. Und ein Hund hat ja so ziemlich jeder oder eine Katze. Und ja, sie erinnern halt mehr an die Saurier, sage ich jetzt mal. Ist halt was Prähistorisches hat das an sich. So hat er seine Faszination zu seinem Hobby gemacht. Und das ist sehr zeit- und kostenintensiv. Das fängt schon bei der Auswahl des richtigen Terrariums an. Dort müssen die Umweltbedingungen stimmen und vieles mehr. 2 bis 3 Stunden muss man am Tag investieren. Man sollte sich vorher gut informieren. Ansonsten gibt es auch von anderer Stelle Hilfe. Also im Internet gibt es verschiedene Foren, wo man jetzt mit anderen Haltern sich austauschen kann und auch wenn man Probleme hat, dort eigentlich gute Fragen beantwortet bekommt und sonst dann eigentlich nur beim, ja, ich sag mal, Futterlieferanten meines Vertrauens für meine Tiere. Die haben auch viel Ahnung und können mir auch gut weiterhelfen. Die Agamen fressen natürlich auch lebende Beutetiere. Vielleicht fällt einem da das Füttern. Also es hat am Anfang Überwindung gekostet, weil es ist ja an sich, man nennt es Ungeziefer oder Insekten, viele ekeln sich davor. Am Anfang hat es ein bisschen Überwindung gekostet, aber mittlerweile es ist alltäglich geworden und macht eben eigentlich nichts aus. Einen Ausbau seines Reptilienbestandes plant er derzeit nicht. Er hätte noch gern eine Schlange, aber da hat die Familie schon abgewunken. Und so bleibt es vorerst bei diesen geschuppten Freunden.